Ja, heute geht es um das Thema Menschen, die sich profilieren über ihre Perfektion oder Sauberkeit und meinen eben ihre egoistischen Unzulänglichkeiten und ihre eigenen Probleme damit übertünchen zu können, indem sie überkorrekt sind, übermäßig politisch korrekt sind oder eine perfekte äußere Form wahren und sich deswegen als was Besseres fühlen als andere. Also das ist meiner Meinung nach eben wirklich nur eine Ausrede, die da benutzt wird. Und also auch zum Beispiel ein Veganer, der das nur macht, um zu zeigen, ich bin ja so perfekt und rein und oder ich, was weiß ich, ist ja mittlerweile auch ein Trend, so nach dem Motto, hey, ich bin vegan, deswegen müsst ihr jetzt meinen Kanal anschauen oder deswegen bin ich der Beste von allen. Das stimmt überhaupt nicht, das stimmt alles nicht. Es kommt nämlich immer auf das eigene Bewusstsein an und auf die Intention, mit der man was tut. Ne? Wenn man sehr bewusst handelt, dann ist es auch nicht unbedingt falsch, wenn man Fleisch isst. Aber man sollte sich zum Beispiel dessen bewusst sein, dass Fleisch einen natürlich auch zum Negativen beeinflusst, dass Fleisch gewisse Energien enthält. Von gequälten Tieren, je nachdem, oder von eben, also die Angsthormone der Tiere auch mit zum Teil enthält, Medikamente enthält und so weiter, je nachdem, was für Fleisch es ist. Und halt teilweise auch sehr ungesund sein kann. Ja? Und ich bin der Meinung, es ist halt ein Kopffick, jetzt zu sagen, ich darf auf gar keinen Fall mehr tierische Produkte essen. Aber es ist auch ein Kopffick zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Tiere ich esse, mir geht's doch gut. Beides ist falsch. Beides ist übertrieben und beides ist nicht realitätsnah. Wenn ihr Veganer sein wollt, ist es vollkommen in Ordnung, ja? Tut das bewusst und ernährt euch gesund damit. Ich wette, das ist auch mit Sicherheit eine sehr reine Ernährung und sorgt dafür, dass man definitiv mehr Power hat, teilweise als andere. Auf jeden Fall auch was Energiearbeit angeht. Deswegen bin ich ja auch entschiedener Vegetarier und will davon auch nicht ab. Weil ich nicht spüre, dass Fleisch mir in irgendeiner Form gut tut. Mir tut es auch nicht gut, zu viel Käse zu essen. Ich muss immer eine ganze Menge frische Sachen essen und das ist auch das Beste. Ja, also ich habe die meiste Power, wenn ich Smoothies trinke und so. Aber wenn ich das Verlangen habe, Käse zu essen, dann gönne ich mir den auch, ja. Und dann bringt es auch nichts, ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben oder sich da irgendwie von irgendjemandem reinreden zu lassen. Ja, sondern man sollte sich dann einfach mal selber bewusst wahrnehmen, lieber stattdessen. Und wenn man merkt, oh, das hat mir jetzt nicht gut getan oder ich fühle mich jetzt nicht gut, nachdem ich das gegessen habe, dann kann man es sein lassen. Ja, und dann wird man vielleicht deswegen Veganer. Aber ich finde zum Beispiel das auch einen totalen Kopffick zu sagen, ja, aber die Bienen, aber die Bienen. Das ist eine symbiotische Beziehung, die wir mit den Bienen haben. Und wenn man als Imker behutsam mit diesem Wesen umgeht, dann haben die Bienen sicherlich auch nicht so ein großes Problem damit, eben Honig abzugeben und einen Teil ihres Stammes abzugeben. Ja, also die werden dafür ja auch versorgt und behütet und bekommen ein sicheres Zuhause im Prinzip. Und wenn die das akzeptieren, indem sie dort wohnen, die können ja auch jederzeit ausziehen, wenn sie das wollten, ja, dann ist das in Ordnung. Genauso finde ich das scheiße, wenn man Hunde in der Wohnung hält oder Katzen in der Wohnung hält oder in der Stadt irgendwo hält oder sowas und Tiere in Käfigen hält, ja, und dann gleichzeitig Veganer ist. Das ist nicht artgerechte Haltung und ich bin der Meinung, dass Tiere nach draußen gehören. Genauso wie Menschen auch nach draußen gehören, ja. In engen Wohnungen eingepfercht sein tut auch Menschen nicht gut. Die geben das weiter, indem sie auch noch Tiere mit da einsperren. Also im Knast, in dem Knast, in dem Knast. Das ist ja wie ein Knastfraktal. Was wollt ihr überhaupt? Habt ihr überhaupt kein Bewusstsein dafür? Also ich bin der Meinung, eigentlich sollten wir alle Hunde und Tiere frei laufen lassen und auch frei laufen lassen können. Und deswegen warte ich eigentlich nur darauf, dass wir endlich fliegende Autos bekommen, oder also so eine Art UFOs bekommen, die ein eigenes elektromagnetisches Feld haben und die ein feines Computersystem haben, das andere Tiere wahrnimmt, sodass wir eben tiertodfrei durch die Gegend fliegen können. Und keine Tiere auf Straßen mehr plattgefahren werden müssen. Ja, also im Endeffekt, dass man Tiere auch frei laufen lassen kann. Ja? Und dafür müssen wir halt eine ganze Menge Ego und Kopfweg weglassen.
finde es auch nicht verkehrt, Hühner zu halten, wenn man ein paar Hühner hat und dann Eier isst, ist kein Problem. Wenn man aber irgendwelche Eier aus Massentierhaltung isst, dann frisst man auch die Angst von den Hühnern mit. Ja? Und den ganzen energetischen Müll, der dabei ist. Ja? Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man aggressiv wird, wenn man angsterfüllt ist und ständig Angst hat, dass einem irgendwas passiert oder dass irgendwelche Finanzämter oder Ämter einen fertig machen oder sonst was. Die Angst, die esst ihr ja mit. Also wundert euch nicht darüber, dass ihr in dieser Angst dann auch teilweise gefangen seid. Das ist einfach Karma. Ja. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn Menschen sich darüber profilieren. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn Leute, die Fleisch essen, über Veganer oder über Vegetarier herziehen. Das ist respektlos und dieser gegenseitige Respekt, der fehlt dann einfach. Ja, immer zu sagen, ja, das sind halt Schwächlinge, weil die machen ja nicht, die sind ja nicht mutig genug, was Fleisch zu essen oder Alkohol zu trinken. Das sind ja nur Möglichkeiten, wie man jemanden dazu verleiten kann, sich selbst was Schlechtes zu tun. Also, das ist einfach nur ohne Worte. Also, Leute, kommt mal klar und fahrt mal euer Ego 5 Stufen runter und dann können wir vielleicht nochmal darüber sprechen, wie Menschen leben und das anfangen, mal gegenseitig zu akzeptieren. Ja, dass jeder ein anderes Leben hat und dass jeder sich auch dazu entscheidet, gewisse Dinge vielleicht mit aufzulösen, auch wenn er sich dazu entscheidet, solches Fleisch zu essen. Ne? Ob das jetzt bewusst oder unterbewusst ist. Aber auch das sollte keine Ausrede sein, weil Fleisch einfach auch massive Schäden an unserer Umwelt verursacht. Fleischkonsum. Und das ist wiederum ein Argument, wo ich die Veganer sehr gut verstehen kann und wo ich das richtig finde. Und auch die Vegetarier genau richtig liegen, indem sie kein Fleisch essen. Weil es nämlich wesentlich energieeffizienter ist und auch viel leichter zu verdauen für den Körper, wenn man kein Fleisch isst. You are